Hallo ihr Lieben, morgen ist hier ein großer Aufstellungstag. Ich werde zwei Horoskopaufstellungen begleiten. Und das Thema dieser beiden Aufstellungen, also es sind zwei Frauen, die ein Thema aufstellen und die Themen ähneln sich in gewisser Weise. Es sind Variationen eines großen Themas. Das ist natürlich kein Zufall. Das ist immer so, dass sich sozusagen Gleiches zu Gleichem gesellt. Und man könnte über den Tag schreiben, was sollen denn die Leute sagen? Oder man könnte auch sagen, ich kann doch nicht machen, was ich will. Ich würde ja gerne, aber das kann man doch nicht machen. Das ist ja peinlich. Und ach nee, also nee, dann schäme ich mich. Ich würde gerne, aber ich schäme mich. Und es passt einfach nicht. Und das heißt, es geht astrologisch gesehen um das Thema Saturn. Es sind nämlich auch Horoskopaufstellungen, also ich mache alle Arten von Aufstellungen, seien es Familienaufstellungen, Themenaufstellungen oder eben auch Horoskopaufstellungen. Das heißt, ich habe mir auch die Horoskope der beiden Damen angeschaut, die morgen aufstellen werden, und habe mir natürlich, weil es sehr ähnliche Themen sind, individuell angesehen, wie der Saturn denn in diesen Horoskopen wirkt. Der Saturn, das Tierkreiszeichen Steinbock, über das er regiert, und das 10. Haus natürlich auch, aber auch Mond, Sonne, Aszendent und so weiter. Denn Mond, Sonne und Aszendent, das ist ja das Ich, was so sein möchte, wie es tatsächlich angelegt ist, während Saturn sagt, du musst, du solltest und die Norm und pass dich an und verbieg dich und sei brav und mach es richtig und so weiter. Das heißt, die Konditionierung kommt durch die saturnale Prägung. Saturn ist etwas Kollektives. Wir werden in eine bestimmte Zeit, in ein bestimmtes Zeitfenster hineingeboren, in dem eine bestimmte Norm auch herrscht, in einen bestimmten Kulturkreis. Wenn wir jetzt hier in Deutschland geboren sind, haben wir schon mal ganz andere kulturelle Vorstellungen, als wenn wir in Indien geboren wären oder in Afrika. Überall, auf jedem Kontinent, manchmal sogar in jedem kleinen Land sind die Unterschiede schon groß. Aber ich selber habe gelebt in der Schweiz, in Deutschland und in Italien. Und schon diese drei Länder, die ja alle zu Europa gehören, sind grundverschieden, die Mentalität. Und die Menschen ticken da anders und die Norm ist anders. Die Norm in der Schweiz ist schon mal wieder ganz anders als die Norm in Deutschland. Und in Italien noch mal ganz anders. Und jetzt auf jeden Einzelnen gesehen, trotzdem gibt es bestimmte Verhaltensmaßregeln, die uns einengen, die uns Gesetz sind. Na, nur nicht auffallen, nur nicht aus der Reihe tanzen. Jetzt gibt es aber in uns eine ganz große Kraft. Das sind wir selber, unser Ich, das möchte sich entfalten. Unsere Seele möchte wachsen, möchte die Flügel ausbreiten und möchte sich entfalten. Und dieser Kampf zwischen dem Ich, was sich entfalten möchte, und dem anderen Ich, der anderen Ich-Seite, die sagt, oh Gott, wenn ich mich entfalte, kriege ich Schwierigkeiten. Ich werde vielleicht ausgeschlossen von den anderen, blöd angeguckt, kritisiert, nicht gemocht, nicht geliebt, nicht anerkannt. Die Angst davor und die Abhängigkeit davon ist leider oft so groß, dass wir uns nicht getrauen, uns zu entfalten. Werden wir mal sehen, was diese Aufstellungen uns morgen bringen. Die Fragen, die da im Raum stehen, sind ja auch, wie kann ich das auflösen? Wie kann ich aus diesem engen, zusammengedrückten Gefängnisdasein ausbrechen oder einfach zumindest wenigstens den Raum weiten, um mehr ich selbst zu sein und das ohne Schuldgefühle, ohne Peinlichkeit und ohne dass ich Angst bekomme, dass irgendjemand mir das nicht gönnt, neidisch wird oder es mir gar verbietet. Das wird ein spannender Tag, würde ich sagen. Ich freue mich darauf. Bis morgen, ihr Lieben.